Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Monster Loves You. Wir sind erwachsen und haben noch 6 Tage Zeit. Wir wollen weiter den Wellmist erforschen. Wir haben in der letzten Folge den Wolf gefunden, der von den Menschen getötet wurde. Und das sieht doch nach einer Schlägerei aus, die wir vielleicht auflösen können. Oder auch nicht. Es fängt schon an mit wilden Hühnern. Es ist wieder die Zeit der wilden Hühner. So lecker. Sie sind genauso lecker, wie sie gemein sind. Sie streifen, also die sind halt irgendwo überall im Wellmist und die Monster jagen sie alle. Pff, Hühnchen, das ist ja voll lahm. Vergessen was. Wir finden ein paar Eier und essen einfach nur die. Oder wir gehen raus und jagen diese wilden Hühnchen. Ja, ich glaube, wir essen mal nur ein paar Eier. Oh. Während jeder... Oh scheiße, das war eine schlechte Idee. Ich dachte, das wäre clever, einfach nur die Eier ohne viel Anstrengung haben, was Leckeres zu essen. Das war mein Entscheidungsgrund. Aber es hat nicht ganz geklappt. Weil während jeder sich darüber hermacht, genießen wir eine Suppe aus aufgeschlagenen Eiern und Eierschalen. Naschgnasch trötet uns zu, oder? Was ist Hut? Ich kenne nur Huter. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das heißt das irgendwie... Ach, schreit, pfeift. Doch, hupen war sogar richtig. Aber sie hupt wahrscheinlich nicht, sondern sie pfeift oder so. Sie pfeift uns zu, als sie vorbeigeht mit ein paar blutigen Vögeln in ihren Krallen. Da haben wir jetzt ein bisschen Respekt verloren. Das war natürlich nicht so schön. Das war eher uncool. Wir schauen uns mal diesen Riesenschlund von einem Monster an. Wir sind einem Hirsch in den Wald gefolgt und während der Weg abrupt endet, als der Weg abrupt vor einem Höhleneingang endet. Die Hufabdrücke sehen seltsam aus, als ob der Hirsch wieder zurückgegangen ist. Ach so, als ob der Hirsch in seinen eigenen Spuren wieder zurückgegangen ist. Das ist eine Falle! Okay, was machen wir also, du kluges Monster? Wir könnten schnell von der Falle, von der Höhle weggehen. Wir sollten die Falle bekämpfen. Oder wir wenden die Falle gegen den Hirsch. Haha, Cleverness. Wir gehen in die Höhle und finden Hamrak, der eine seiner berühmten Mittagsschläfchen macht. Das große Monster ist bekannt für seine... der ist leicht zu irritieren, wenn er aufgewacht wird. Ein Zweig ist Snap, der klatscht halt irgendwie so im Busch ungefähr und der Hirsch flieht. Wir könnten den Hirsch näher holen oder wir warten, bis der Hirsch von selber kommt. Nein, wir versuchen ihn anzulocken. Noch mehr Cleverness. Wir schreien und kriechen. Wir machen unsere Klauen bereit. Hamrak beginnt aufzuwachen. Jetzt, los! Ferocity haben auch noch ein bisschen Wildheit dazu bekommen. Der Hirsch hat sich vorwärts... ist vorwärts gekrochen, um uns dabei zuzusehen, wie wir die Falle auslösen. Und das soll wahrscheinlich Is heißen, oder? Nicht It. Und es überrascht, als wir aus dem hinteren Teil der Höhle nach vorne springen. Wir töten es mit einem einzigen Schwung unserer Krallen. Das würde es ihm lehren. Hamrak stolpert aus der Höhle, immer noch halb am Schlafen, aber fertig, also bereit zu kämpfen. Wir geben ihm etwas Hirschfleisch. Cleverness und Respect. You mollify. Was ist das denn? Sorry, muss ich nochmal nachgucken. Mollify habe ich noch nie gehört. Besänftigen. Ah, wir besänftigen das große Monster mit der Hälfte des Hirsches. Hamrak sagt, hey, du kannst mich jederzeit aufwecken, wenn es danach so eine Mahlzeit gibt. Okay. Aber die wird es nicht immer geben, lieber Hamrak.
Hier haben wir noch mehr Tierspuren. Hier haben wir ein wütendes Monster. Das schauen wir uns mal an. Wir bringen einen menschlichen Mantel nach Hause, den wir auf einem Baum haben hängen gefunden. Als wir sehen, wie uns eine Katze zuwinkt. Katzen sind schlechte Neuigkeiten. Lieber raus hier oder wir winken mal zurück. Die Katze steht auf ihren Hinterbeinen und trägt menschliche Stiefel und ist in der Tat mit menschlichen Kleidungsartefakten bekleidet. Rette mich, schreit sie, zeigt auf einen Wolf, der sie in eine Ecke getrieben hat. Hol dir den Wolf. Noch ein sprechendes Tier? Klar, warum nicht? Wir reißen ihn auseinander. Oder wir greifen den Wolf vorsichtig an. Irgendwas stimmt hier nicht. Oder wir versuchen, ein bisschen Vernunft allen beizubringen. Wir greifen den Wolf vorsichtig an. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir springen auf den Wolf und behalten dabei die Katze im Auge. Was auch gut ist, denn direkt als wir ihr den Rücken zudrehen, versucht er, also der Kater wahrscheinlich, unser gefundenen Mantel zu nehmen. Wir lassen den Wolf in Ruhe und attackieren die Katze. Wir kämpfen weiter gegen den Wolf. Nein, die Katze soll uns nicht unseren schönen Mantel stehlen. Ferocity und Respect. Wir attackieren die Katze, aber sie windet sich und rennt weg in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Vielleicht sind diese Stiefel magisch. Das kann natürlich der 7-Meilen-Kater gewesen sein, also mit den 7-Meilen-Stiefeln. Hier, das Monster sieht eigentlich ganz freundlich aus. Es lacht und streckt die Zunge raus. Ist es bei Gänsen auch eine Herde? Ich hoffe mal. Eine Herde Gänse sind auf dem Platz. Nein! Achso. Keiner kann reden über den ganzen. Oder reden wir über Abendessen? Nee, weil es so laut ist, kann niemand richtig reden. Naschknasch schreit. Der Letzte, der sie verjagt, ist der Loser. Und sie ist auf diesem menschlichen Roller, den sie gefunden hat. Wir können auch machen. Oder wir können uns eine eigene coole Waffe suchen. Oder der Stock ist stärker als das Rad. Wir sabotieren Naschknasch. Oder wir nehmen uns einfach den Roller für uns selbst. Nee, wir wollen auch eine eigene coole Waffe. Wir laufen in Hamraks Hütte und leihen uns den Fuchspelz, den er als Türmatte benutzt. Okay, na dann rüsten wir uns mal aus. Wir legen auf unseren Kopf und rennen zu den Gänsen. Wir brüllen und yipping, wahrscheinlich ist das der What does the fox say Sound. Die Gänse schwärmen von uns weg. Oh oh. Wir haben zwei gute Ideen. Schnell denken, die Gänse ausmörpen oder Angst und also wir greifen an. Wir versuchen, die Gänse auszunöten. Cleverness und Respekt, sauber. Wir möpen so laut, dass die Gänse denken, wir sind die Chefgans und folgen uns in den nächsten Teich. Naschknasch akzeptiert die Niederlage und rollert weg. Schön. 46% Respekt. Man, das läuft ja richtig gut. Also habe ich jetzt das Gefühl, dass das ziemlich viel ist. Zwei Tage haben wir noch. Was haben wir hier? Haben wir jetzt noch 4 übrig? Und hier haben wir auch noch 4 übrig. Vielleicht machen wir dann bei jedem noch 1. Dann haben wir das so ein bisschen gleichmäßig. Dieses Dieses erstaunt aussehende Monster sieht doch interessant aus. Wir entdecken einen Wolf, der vor einer kleinen Holzhütte herumschleicht. Aus dem Gebäude hören wir das Mähen von kleinen Ziegen. Wer ist das Zicklein? Wir können den Wolf beobachten.
wir können mit dem Wolf zusammenarbeiten, um die Zig dahin zu kriegen, oder wir können den Wolf angreifen, während er uns den Rücken zudreht. Wir beobachten mal den Wolf. Ah, er versucht reinzugehen, aber die Zickleiden haben die Tür verbarrikadiert. Okay. Helfen wir jetzt den Zicklein? Ja, komm, wir helfen den Zicklein. Er hört uns und haut ab. Wir gehen ihm hinterher. Es gibt eine gute Verfolgungsjagd. Achso, wir verfolgen ihn ganz gut, aber wir schaffen es nur, seinen Schwanz abzuschneiden, bevor wir keine Energie mehr haben. Ach, scheiße. Bravery plus 3. Nein, den Schwanz. Ein bisschen gristly, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen nicht so ganz lecker vielleicht. Nicht so, also ein bisschen knorpelig. Aha, ein bisschen knorpelig, aber immerhin keine schlechte Mahlzeit. Dann haben wir da einen Wolfschwanz gefressen und schauen uns mal noch eins in der Politik der Monster um. Und zwar diesen Stein. Schauen wir uns den mal an. Wir sitzen mit Naschgnasch und Gobclaws auf einer kaputten roten Decke. Wir essen Kekse und reden über Artefakte. Was sind Artefakte? Artefakte sind menschgemachte Objekte. Viele Monster sammeln sie. Die ganzen Mülltonnen in Omen wurden von der menschlichen Bushaltestelle eingesammelt. Manche Artefakte sind interessant, manche können gefährlich sein. Okay. Wir diskutieren weiter. Gobclaw seufzt. Ich mag die Artefakte wirklich. Ich möchte eine große Sammlung. Aber es scheint so, als würde ich nie irgendwelche guten finden. Wir und Naschgnasch gucken uns an. Naschgnasch rennt. Verstehe ich nicht. Also auf ihrem Roller rennt sie rum scheinbar. Und wir suchen jetzt nicht Artefakte oder was? Ach, wir kennen, okay. Also wir kennen beide gute Plätze, wo man Artefakte finden kann. Und wir können natürlich Gobclaws sagen, wo die sind, natürlich. Wir öffnen unseren Mund, aber klappen ihn wieder zu, als Naschgnasch uns tritt. Feste. Ugh, warum? Naschgnasch flüstert. Dann heißt das weniger Sachen für uns. Ist mir egal, ob du weniger Sachen hast. Aber wenn ich weniger Sachen habe, hast du großen Ärger. Sie piekst uns mit ihren Krallen, um ihren Punkt klar zu machen. Na gut, dann behalten wir unser Geheimnis. Ja, tut mir leid, da habe ich ein bisschen Mut verloren. Aber ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir es doch gesagt hätten. Wir ändern das Thema und reden über die Kekse. Leckere Sachen, die kamen von einer menschlichen Mülltonne. Mülltonnen-Cookies sind die besten Cookies. Ja, sehe ich auch so. Aber Respekt plus 10. Ah, sauber. Später gehen wir und Naschgnasch nach oben mit ein paar neuen Schmuckstücken. Gobclaws. Oh, wieso haben wir dafür Respekt bekommen? Gobclaws stützt ihr Kinn auf ihre Finger und seufzt. 0 days left, aber wir können immer noch was tun. Nein, wir werden alt, mein Freund. Dein Körper ist sehr, sehr weich und du verlierst überall Schleim. Es wird wirklich schwer, unsere Hütte zu verlassen. Wir können drinbleiben, darüber nachdenken, wir können den Doktor sehen oder wir können unser Schicksal akzeptieren. Wir gehen mal zum Doktor. Der Doktor sagt uns, unsere Zeit fast schon vorbei ist. Wir werden bald das Ende des Erwachsenseins erreichen. Und wir werden entweder ein Älterer werden oder wir werden uns im Schleim auslösen. Auflösen. Was passiert mit Monstern, die sich auflösen? Das kennen wir ja schon, ja genau. Was passiert mit Monstern, die aufsteigen? Die aufsteigen, werden Älteren und leben weiter, um das Schicksal der Monsterheit
zu lenken, okay? Aber was wird jetzt passieren? Wir gehen mal zurück in unsere Hütte und bereiten uns vor. Eine Gruppe von Älteren wartet an der Tür zu unserer Hütte. Sie haben unsere Tropferei gesehen. Sie wissen, es ist Zeit für uns, dass wir entweder uns auflösen oder aufsteigen. Wir können uns weigern zu gehen. Wir gehen mit ihnen, um uns entweder aufzulösen oder ein Älterer zu werden. Oder wir fragen, ob sie später wiederkommen. Nein, wir gehen mit ihnen, um uns entweder aufzulösen oder ein Älterer zu werden. Die Älteren von Omen, also so sehen wir jetzt aus, okay, treffen uns und umgeben uns an dem Brutpunkt. Sie haben, also an dem Brutkasten habe ich ihn immer genannt. Sie haben ein Feuer unter einem kleinen Kessel gemacht. Unser Körper ist squishy, also sehr weich. Und damp, heißt das nicht irgendwie gedämpft? Feucht. Ah nee, er ist feucht. Wir könnten uns den Eimer ansuchen. Wir können getestet werden. Wir können in den versuchen, in den Status der Älteren aufzusteigen. Oder wir rennen in die Wildnis, in die Wildnis. Wir gucken uns erstmal den Kessel an. Der rostige Eisenkessel riecht wie elektrische Flüssigkeit und Kräuter aus dem Wellmist. Er ist jetzt leer, aber er wird bald Blut und Schleim von vielen Monstern beinhalten. Okay, nein, wir lassen uns testen und versuchen, zu den Älteren aufzusteigen, natürlich. Ein maskierter Älterer kommt nach vorne. Sie sagt, es ist Zeit, dich zu entscheiden. All die Älteren grummeln. Der maskierte oder die maskierte Ältere... Was habe ich jetzt gemacht? Warum ist mein... Ja, toll, ich wollte das nicht im Vollbild sehen. Ich sehe gerade auf meinem iPad knorpelig im Big Screen. So, jetzt so sieht's besser aus. Die maskierte Ältere kratzt sich selber. Ah, drei Tropfen von einer Flüssigkeit. Von einer Flüssigkeit treffen auf den heißen Boden des leeren Kessels. Dicker Dampf steigt in die Luft. War das Blut oder Schleim? Du kannst dir nicht sicher sein. Es fängt darauf an, hängt davon ab, wie viel sie dich respektiert. Okay, weiter. Die maskierte Älterin sagt, wer hat sich schon für das Schicksal dieses Monsters entschieden? Wir warten. Einige der Älteren nähern sich dem Kessel, um mehr Flüssigkeit zu der Sammlung hinzuzufügen. Die Flüssigkeit beginnt Blasen zu schlagen, zu kochen wahrscheinlich, also so ähnlich. Wir warten. Der maskierte Ältere, oder die, ah ne, ist ja immer noch eine die maskierte Ältere, hat 5 flache Steine auf den Boden gelegt, vor uns gelegt. Sie sagt, wähle einen aus. Der Zufall wird deine Klaue leiten. Wir schauen uns die Steine an. Jeder der Steine ist befleckt mit altem Blut und poliert von der Berührung von vielen Tatzen. Wir können die Steine nicht auseinanderhalten. Dann nehmen wir einen Stein, der gut aussieht. Als wir nach den Steinen greifen, schreit jemand in der Distanz, in der Ferne. Alle Augen schauen dorthin. Wir merken, wir realisieren, wir können unter die Steine gucken, wenn wir schnell sind. Nein, wir könnten jetzt runter gucken, aber nein, wir widerstehen der Herausforderung, wie heißt das? Das sind wir gar nicht, das sind wir, sehe ich gerade. Da sind wir. Wir warten einen Moment und bis das Schreien abstirbt, die ganzen Älteren drehen sich um und schauen uns zu. Wir wählen den nächsten Stein. Die andere Seite des Steines ist mit einer seltsamen Glyphe eingeritzt. Es zeigt ein Monster, das eine Klaue hochhält und intensiv spricht oder so. Die maskierte Ältere sagt, Ehrlichkeit, aber du hast nur diesen Test bestanden.
Nimm mir den nächsten Stein. Die andere Seite des Steins ist, die nächste Seite, also vom nächsten Stein, die andere Seite des Steins wieder mit einer seltsamen Glyphe eingraviert. Es zeigt ein Monster, das sich ganz konzentriert. Die maskierte Ältere sagt, wir werden deine Cleverness, deine Klugheit testen. Okay. Die maskierte Ältere gibt eine Serie von musikalischen Pfeifen und Klicks von sich und dann macht sie einen komplexen Tanz. Wir haben noch nie sowas, diese Schritte gesehen. Sie sagt, jetzt machst du es. Ich hoffe, wir sind clever genug. Wir kopieren jeden Laut und jede Bewegung. Yeah! Wir sind ein Tanzfeind, Dancing Fiend. Dancing Fiend, young and sweet. Ne, keine Ahnung. Höflicher Applaus geht durch die Menge. Wir wussten, wir konnten es tun. Einige Monster heulen vor Bestätigung, vor Anerkennung und treten nach vorne und füllen mehr Flüssigkeit in den Eisenkessel. Wir tanzen zum Kessel. Wir halten den Kessel, der die Infusion Portentous, was heißt das, liebes iPad? Jetzt habe ich mich vertippt, das Wort wird wahrscheinlich nicht kennen. Aber N und M liegen so nah beieinander. Portentous. Kennt er auch so nicht, schade. Vielleicht ist es einfach ein Eigenname. Irgendeine Infusion, die wahrscheinlich injiziert bekommen, ist da drin. Ganz schön schwer. Wir können in den Kessel gucken. Oder wir können... Nee, wir trinken einfach die Infusion. Wenn genug Blut da drin ist, werden wir aufsteigen. Respekt plus 1. Ja! Ich hab's schon mal durchgelesen. Wir trinken die köchelnden Trank da und dann rülpsen wir und heulen. Unser Körper wird fast auf der Stelle wieder fest. Wir sind jetzt ein Älterer. Ja! Wir sind ein Älterer. Ja, so haben wir uns geschlagen. Guck mal. Nur Ferocity ist weit hinten geblieben. Alles andere ist sehr gut. Sehr gut gelaufen, würde ich sagen. Und damit ist auch diese Folge gelaufen, würde ich auch sagen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und ich sage bis zum nächsten Mal bei Monster Loves You. Macht's gut. Tschüsschen.